Saßen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Ich begrüße euch recht herzlich zum dieswöchigen Sonntagsschaff. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Toneboss von Dearmond einbaut. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber manchmal ist es ja doch ganz hilfreich, wenn man das Ganze mal bebildert sieht. Als erstes müssen wir mal die Saiten lösen und hinten die Rohrbuchse einbauen, die mitgeliefert ist. Wie das funktioniert, verlinke ich euch mal rechts oben. Jetzt haben wir beim Toneboss so das Grundgerüst, sage ich mal, mit drei verschiedenen Designs, die wir aufkleben können. Es ist eine schöne Auswahl, man kann die auch wieder runter machen. Allerdings kann man die Designs, wenn die mal aufgeklebt waren, nicht nochmal verwenden. Also wir entscheiden uns jetzt einfach mal für die Schildpatt-Variante. Die finde ich persönlich eh die coolste. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für eine Gitarre man hat, wo es optisch dazu passt. Dann zieht man die Trägerfolie ab. Schaut, dass das Logo auch unten ist. Und passt den dann in die Führung ein. Das Ganze nochmal ein bisschen nachdrücken, dass es auch hält. Dann sind beim Toneboss noch zwei so Kabelklemmen mitgeliefert. Da macht man einfach so einen Knick bis zur Hälfte, zieht dann das Kabel rein und klappt es dann nochmal um. Dann hält es fest. Machen wir es bei beiden. Dann nehmen wir die Trägerfolie ab und kleben das an die Zagenwand. Und zwar, wenn es geht, so, dass das Kabel nirgendwo im Body irgendwo rumschlackert. Dasselbe machen wir mit dem zweiten auch noch. Dann klebe ich da jetzt in die Taille rein. Das Kabel hängt in den Klemmen fest. Man kann es aber trotzdem noch ein bisschen nachjustieren. So, dann ziehen wir das mal raus. Dearmond liefert so einen Schraubendreher mit. Damit können wir dann die Backen lösen. Was ich ganz schön finde, dass die beim Dearmond so eine Korkschicht oben und unten haben, die schön mitvibrieren kann, ohne dass es jetzt ein Kunststoff ist, irgendein Gummi oder so, der den Lack eventuell beschädigt. Dann stecken wir das Kabel. Oben in der Kopfseite ist so eine Buchse. Stecken wir das rein. Die Breite von dem Tonabnehmer, also von dem Korpus, ist im Übrigen 72 mm. Und mit den Schrauben braucht man schon mindestens, um den installieren zu können, 84 mm. Sagen wir mal, wenn man es ganz knapp machen will, vielleicht so 82 mm, was das Schallloch Minimum an Durchmesser haben muss. Jetzt setzen wir den Pickup ins Schallloch. Und zwar so, dass die unteren Backen unterhalb von der Decke sind. Schauen, dass er schön mittig sitzt. Und schrauben dann die Backen wieder hoch, indem wir die Schrauben anziehen. Ganze nicht zu fest machen, einfach nur so, dass er hält. So, jetzt wieder Saiten aufziehen und dann kann es losgehen. Dearmond liefert noch so einen Imbusschlüssel mit. Mit dem Imbusschlüssel kann man dann die Pole Pieces vom Pickup der Griffbrettwölbung anpassen oder auch den Saiten, wenn man sagt, irgendwie die H-Saite klingt mir zu dominant, kann man den ein bisschen reindrehen. So kann man sich das justieren, bis man den entsprechend richtigen Sound für sich gefunden hat. Und wie der Pickup im Endeffekt klingt, das verlinke ich euch mal hier rechts oben. Machen wir mal ein separates Video mit ein paar Soundbeispielen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche viel Spaß beim Installieren. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst hier wiedersehen auf dem Kanal der Musikboutique. Bis dahin, bleibt geschmeidig. Sersen!